So, Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 8. Das letzte Mal im Gefängnis stehen geblieben, immer noch. Und nun stehen wir zwei alten Bekannten gegenüber. Bix und Wedge, ja. Dass wir uns hier wiedersehen. Der Kampf in Dollet wird jetzt und hier entschieden. Oha, das hört sich aber gar nicht gut an. Nun, gegen Gefangene zu kämpfen, die unbewaffnet sind. Er scheint ziemlich feige, aber das ist eben Pech. Die scheinen Waffen zu haben. Was? Los, Wretch! Oh Mann, die beiden, ey, das sind so Vögel. Okay, Bix und Wretch mal wieder. Zum zweiten Mal. Dieses Mal. Bam! Ich bin degradiert worden. Vom Major zum Unteroffizier. Was werdet ihr mir büßen? Echt? Was kann man von euch ziehen? Nein. Na. Na, jetzt komme ich mit der Steuerung nicht mehr zurecht. Oh, was hast du denn da? Lagern wir das mal. Du hast fehlgeschlagen. Verdammt. Versuch du es mal. Bam. Lagern. Auch nicht. Was zur Hölle? Versuch du es mal. Okay. Ist jetzt mein Geistwert irgendwie am Sack oder was ist hier los? Was hast denn du für Zauber hier? Aua. Mit denen hat man nur Ärger. Auch schon gemerkt? Was kannst du denn? Gar nichts. Oh, ich habe euch nicht ausreichend gekoppelt. Na, ein bisschen Feuerer. Bäh. Ich habe sie nicht ausreichend gekoppelt, die ganzen Kollegen hier. Egal. Oh yeah. Ich werde nochmal versuchen zu drawen. Verdammte Scheiße. Warum funktioniert's bei dem Sack nicht? Oh, was hast du denn so schönes? Blitzversaugen, Anti-Z. Aero, ja. Probieren wir mal Aero auf Wedge. Oder probiere ich es jetzt nochmal? Bäh. Der ist doch gleich down. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay, was hat er? Regener. Regener wegen so einem Blödsinn. So, jetzt hast du mich mal richtig durchgenudelt. Noch greif an. Michelle greift auch an. Kann ich damit hier was? Nee. Bis jetzt noch nicht. Ja, ich mag nicht mehr. So, der erste ist schon mal down. Ach, der zweite, da Bixter ist auch gleich fertig. Ey. Bam, der hat auch nicht so viel auf dem Kasten. Das war alles? Schwache Leistung, muss ich sagen. So, Angriff. Nö, ich werde jetzt in diesem Kampf mal keine GFs benutzen, weil... Man muss nicht immer GFs benutzen, der Kampf ist auch so relativ einfach. Oh, Hast. Hast könnte ich ein bisschen gebrauchen. Ja? Toll, einmal Hast erhalten. Bam, bam! Und Selfie, hau ihm einen auf die Arme. Bam! Jetzt bin ich ein Gefreiter. Und irgendwann bist du gar nichts mehr, dann bist du Klo-Mann. Bei den Galvadianern. Bam! So viel zu dem. 8-mal Megapille, 3-mal Elixier. Oh. Und ein paar AP erhalten. Yay! So. Tja, da liegt ihr jetzt, ne? Ihr zwei Flachwichser. Ich hab euch. So. Und raus hier. Es geht weiter. Es geht weiter. Dieses Gefängnis, ich mag es überhaupt. Ihr kommt euch voll stark vor. Glaubt nicht, dass ihr damit davonkommt. Klick! Ach, der hat immer irgendwie ein Spielzeug im Ärmel, irgendwie. Erst mit dieser Robospinne. Was kommt jetzt? Ihr müsst ja einer sein, der Squall heißt. Wisst ihr was? Eher nicht. Wir suchen Squall. Danach nichts wie weg, okay? Okay. Was ist? Uh-oh. Uh-oh. What the hell? Alarm!
Achtung, Monster werden auf jeder Etage freigelassen. Wenn sich die Flüchtigen nicht ergeben, neutralisieren. Das Anti-Zauber-Schutzfeld wird außer Kraft gesetzt. Sind wir schon entdeckt worden? Oh no! Und gleich ein Battle. Das ist ja gar nicht gut. Oh, diese Musik, ich liebe sie. Hey, was zur Hölle kommt hier denn? Trust Avis, oder wie man diesen Typen ausspricht. Was will der denn hier? Bam, bam. Naja, mit der Gruppe wird es ein bisschen länger dauern. Bö! Jetzt ein scheiß Bö-Zauber. Ich denke, ich werde Kämpfe auch einfach weglassen, also rausschneiden, sobald ich sehe, dass es wieder Standardgegner sind. Bam! So wie der hier, also. Der ist, der kann ja gar nichts hier. Jetzt ist die Frage, muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Das ist eine sehr gute Frage. Gehen wir mal hier lang. Bam, 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 bam. Nee, da gehen wir doch nicht lang. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich nach oben oder nach unten muss. Gehen wir mal nach unten. Weil ich der Meinung bin, dass man erst später nach oben muss. Aber ich kann mich auch total irren. Sechste Etage, hier ist ein Savepoint unter anderem. Oh, und da geht's nicht weiter. Okay. Gehen wir mal nach oben. Den Savepoint lassen wir mal außer Acht. So, ab in die achte Etage hoch. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Gefängnis raus bin, ganz ehrlich. So, das ist die achte Etage. Gehen wir weiter in die neunte Etage. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich hin muss. Das ist das Verwirrende an der Sache. Jetzt bin ich in der neunten Etage und da geht's nicht weiter, sehe ich. Also laufen wir mal ein bisschen außenrum. Oh, dieses Viech da im Hinter... Oh, was mir hinterherläuft. Einfach nur süß. Oh, wie süß. Ich mag diese Viecher irgendwie. Da ist auch nix. Ist hier irgendwas? Oh, noes. Obwohl, in die Zellen kann man, glaube ich, rein. Bin ich der Meinung. Was ist das hier? Oh, neuer Gegner. Oh, Transformers oder was? Was bist denn du für einer? Na komm, mach hin, mach hin, mach hin. Deswegen hast du mich jetzt aufgehalten? Aber was ist das für ein Scheiß hier? Warte mal, Angriff, Zauber, Blitzgar und Blitzgar dürfte dich schon außer Gefecht setzen. Bäh. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Schaden? Das war gar nichts. Bam! Sie hat einfach einen zu schlechten Magiewert. Ich werde meine Gruppe gleich ein bisschen bam optimieren. So geht das ja überhaupt nicht. So weit wie es geht jedenfalls. Das werde ich kurz offscreen machen. Bam, bam. War's das? Nein. Ach doch. Blöder Transformer hier. Bam. Rakete erhalten. Okay. Kurzer Code Level up. Ich bin der Meinung, man kann auch in die Zellen rein. Ach, ich irre mich. Ich habe mich geirrt. Na, wie schäbig das Ganze doch ist. So, jetzt bin ich in der 10. Etage und muss wieder außen rumlaufen. Und wir machen kurz, ich mache kurz offscreen meine Gruppe ein bisschen flott. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe jetzt ein bisschen meine Leute ausgerüstet. Habe die Zauber der anderen Gruppe, also Squall und sowas, auf mich übertragen, damit ich ein bisschen mehr Freiraum beim Koppeln habe. Und damit ich zu nur noch ein bisschen härter angreifen kann. What the fuck? Was ist das? Boah, ein neuer Gegner. Ein hässlicher Roboterkopf. Was kann man von dir ziehen? Nix. Gut. Zauber. Blitzra dürfte Wunder wirken. Na, da macht gar nichts, da greife ich einfach an. Oh je. Yeah. Komm. Bam, bam. Oh yeah. Tja. Wie er umkippt. Wie so ein Stehaufmännchen. Oh yeah. Und dann kommt er gleich wieder hoch. Aber in dem Fall, Gott sei Dank nicht. Eisenrohr erhalten, Siren beherrschen und irgendwas. Siren! Komm her. Was? Okay. Na, ich lerne jetzt Magie plus 20%. Du bist am Lernen, 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 du bist am Lernen. Alle sind am Lernen, okay. Ob was sinnvoll ist, das weiß ich nicht, aber okay. Dip, 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 dip. Also von mir aus könnte dieses Viech da... Ach, man kann doch in die Zellen rein. Ich habe oben in der Zelle bestimmt irgendwas vergessen. Was bist du für einer? Du hast einen Kampfzähler. Das bedeutet, ihr seid Söldner oder sowas. Nö, das ist wohl egal.
Wenn ihr gewinnt, baue ich euch eine Zusatzfunktion ein. Ein Spiel kostet jeder 300 Gil. Karten oder was? Ah ja. Er möchte Karten mit mir spielen. Wenn ich gewinne, bekommt mein Kampfzähler mal eine neue Funktion. Oh. Same und Direct. Na gut. Das heißt, ich werde nicht so starke Karten jetzt benutzen, die ich also verlieren könnte. Warum leckt mein Spiel jetzt auf einmal so verdammt? Boah, es leckt gerade dermaßen, ey. Verdammte Scheiße. Hallo, warum leckt mein Spiel gerade? Ich denke, ich werde in diesem Kartenspiel auch einen Cut machen. Damit ihr dieses Kartenspiel auf jeden Fall seht, boah! Damit ihr seht, wie es weitergeht. Das Spiel leckt gerade total, Leute. Bis zum nächsten Mal.